Hi, hier ist euer Micha. Ja, heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich eine Schalottenleberwurst mache. Habt ihr Lust? Dann geht's jetzt los. Was brauche ich alles für meine Schalottenleberwurst? Wie der Name schon sagt, Schalotten. Die nehme ich aus dem Grund, weil sie sehr würzig sind, also mehr einen Zwiebelgeschmack haben. Okay, Gläser, Därme, immer das, was ich das gerne machen möchte. Was zum Einfüllen. Und natürlich hier meine Delikatesse. Leberwurst Grundmasse. Wie ihr das herstellt, da erscheint jetzt gerade ein Link. Klickt da einfach drauf, dann kommt er direkt zu dieser Delikatesse Leberwurst hin. Und wie das Ganze jetzt weitergeht, zeige ich euch jetzt. So, ganz einfach. Schalotten hier rein. Ich habe ja eine Mengenangabe. Aber wenn ihr auch wollt, das könnt ihr aber mal ausprobieren. Könnt ihr auch ein bisschen mehr ran machen. Das ist immer so eine Geschmackssache. Ich habe die Mengenangabe, wie ich sie ranmache, stehen ja immer unter meinem Video oder werden zwischendurch eingeblendet. Sage ich nehme frische Schalotten wegen dem Zwiebelgeschmack und ich mache auch nicht, ich brate sie auch nicht vorher an. So, das Ganze ging auch relativ einfach. Jetzt mache ich nur mal so eine halbe für euch. Den Rest mache ich in Gläser. Kurz ran. So. Das reicht schon. Muss ich natürlich gucken, dass die Luft, dass hier nicht so viel Luft drin ist, dass sie rauskommt. So. Und wie man abbindet, das könnt ihr in vielen meiner Videos sehen. In zwei oder drei könnt ihr auch sehen, wie ich das hier mitmache. Oder einfach mit Bindfaden. Hier geht es natürlich einfacher mit fest andrücken. Am besten drehen, damit das schön fest ist. Einmal rum. Fest anziehen. Knoten, kräftig und dann über Kopf. So, und ansonsten den Rest, wie gesagt, ins Glas rein. Meine Schalottenleberwurst, gebrüht bei 80 Grad, 60 Minuten. Hier habe ich noch meine schönen Gläser eingekocht, schön Zwiebeln drin oder Schalotten, wunderbar. Die möchte ich jetzt natürlich noch anschneiden, wie sie von innen aussieht. Einfach lecker. Guten Appetit. Das Ganze koche ich jetzt ein. Wie man das macht, das könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal sehen. Das habe ich in vielen Videos. Ich kann ja auch mal einen Link setzen. Gut, ihr seht jetzt kurz einen Link, wie ich das beschreibe. Das ist ein, wie gesagt, ein 60er Kaliber pro Millimeter, eine Minute, 60 Minuten. Macht ruhig 5 oder 10 Minuten länger, zur Sicherheit. Okay, das war es eigentlich. Ich hoffe, meine kleine Doku hat euch mir wieder gefallen. Ich sage ciao, euer Micha. Wiesel Butze. Ciao.